So, ich habe jetzt hier eine wichtige Professor Weasley? Zwischensequenz. Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Der Raum der Wünsche. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Bei Merlins Bart. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Rebellion. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während Alter, ich hier bin, sollten wir also ballert. Den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Ivanesco. Ivanesco ballert, Digga. Auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Komm, Mrs. Weasley. Die... Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Urgroßmutter. Ist das, Herrje, meine alte Schultasche? Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Warum war sie die ganze Zeit hier? Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Ja, Professor. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Auch schon unverzeihliche Flüche gelernt? Nee, noch nicht. Ich habe schon alle drei eingesetzt, alle drei unverzeihliche Flüche. Aber ich habe die offiziell noch nicht gelernt, nee. Ich weiß nicht, ob ich Sebastian vertrauen kann, Alter. Weiß ich auch nicht, ich bin mir auch unsicher gewesen. Hast du ihm die Wahrheit gesagt, Alter? Hast du mit ihm auch diesen anderen Zauberspruch da gelernt? Welchen Zauberspruch? Welchen anderen? Dieser Feuerzauber, der weitergeht, keine Ahnung, wie halt. Nee. Hey, so weit bin ich noch nicht. Du bist viel weiter jetzt, Herzig. Nee, gar nicht. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Die letzte Hauptmission, die ich gemacht habe, war das mit dir, mit dem Fliegen. Mit der Besen. Ja, bei mir doch auch. Und dann gibt es die eine Mission mit Sebastian, was ich gerade mache. Nee. Und die Wunschkammer. Nee, ich mach die Wunschkammer. So, das mache ich
jetzt Revier. Danach. Ich bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Revelio. Natürlich geil, wenn der Raum der Wünsche sich öffnet, Alter, und da ist einfach nur eine Dusche drin. Das ist schon eine Frechheit, Digga. Da steht so ein Deo im Raum. Ja, Digga, auch die Texte, die du findest und so. Die haben so, da ist so viel Liebe drin in dem Game, so, so viele kleine Details, das ist krass. Geil. Das ist wirklich... Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Reiners Raum der Wünsche, Kackdusche. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Es ist krass, wie groß eigentlich der Raum der Wünsche ist. Wie komme ich denn hier lang? Kann ich hier nicht irgendwie rüber? Hm. Muss ich von außen hoch. Wie kommen wir da irgendwie hin, Alter? Das ist so eine Kiste. Dickerchen. Wie ist denn dieses Scheißrätsel? Der Raum der Wünsche passt sich der Größe an, ja, oder du kommst in den ursprünglichen Raum der Wünsche und der ist so groß wie alle Wünsche von den ganzen Besitzern. Was soll ich meine? Auf jeden Fall ein geniales Spiel, Mann. Ich liebe es, Alter. Ich bin so verliebt in das Game. Ich wünsche umsonst meinen Slytherin-Schal an. Ja, guck mal. Das ist der Hauself doch. Oh,
sind Sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deek, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deek kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deek sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Du sollst die Augen zumachen, hat er gesagt. Macht er die Augen auf und guckt nach oben oder was? Was ist los mit ihm? Nice. Alter, episch, Alter. Oh. Digga, what the hell, Alter? Alter, das Spiel wird immer besser, Alter. Ich spiele seit 50 Stunden, Digga. Das Spiel wird immer besser und besser und besser, Alter. Ich kann mal erzählen. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, Kurs, was die Kleidung für eine Wirkung hat. Wird besser und besser, Alter. Der Weasley muss sich, glaube ich, auch mal was stopfen. Die ist echt so nett zu mir, ey. Das ist furchtbar. Richtig gut. Du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Benutze ihn, um magische Eigenschaften aller nicht identifizierte Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Ja, das werde ich gleich mal ausprobieren, Alter. Moin, moin. Oh, geil. Sie werden. Warte, Mrs. Weasley. Kümmere mich gleich um dich, Mrs. Weasley. Ah, erhöhter Schaden durch chinesischen Kohl. Alter, ich werde so krank unterwegs sein. Guck dir mal meine Ausrüstung an. Das ist hier schon echt perfekt, ja. Wir haben hier drei Lila, ne? Oha. Ja, nur trotzdem mal mit. Okay. Sieht echt gut aus für die Konsole. Also, ihr hört dann das raus. Nein, Hogwarts Legacy sollte eigentlich exklusiv für die PlayStation rauskommen. Das Grundkonzept war eigentlich die PlayStation 5, die Plattform. Bloß dadurch, dass so viele Leute das auf anderen Plattformen haben wollten und kann ich auch voll verstehen, dass sie dann sagen, so, wir entwickeln das für alle anderen Plattformen hoch. Das sind ja Millionen Umsätze, wenn das mal reicht. Und Milliarden. Naja, Milliarden klingt, ist halt schon, ja... Millionen auf jeden Fall. 100 Millionen, aber was weiß ich, ist ja scheißegal. Jedenfalls gibt es aber eine exklusive Mission, die es nur auf der PlayStation 5 gibt. Und die gibt es auf anderen Plattformen nicht. Um immer noch dieses Spiel so ein bisschen exklusiv für die PlayStation-Spieler zu machen. So. Und das Spiel ist halt extrem gut. So. Und grafikmäßig hat es mich echt umgehauen. Teilweise hast du 10 in dem Spiel, wo ich denke, das ist ein Film oder ist halt echt so.
Das ist krank, also wirklich krank so. Ich hoffe, dass es richtig viele DLCs dafür gibt. Village, Digga. Oh ja. Wenn ich euch alle so wegschalle. So ein, eigener Modus, so ein eigenes Spiel. Ja, einfach Multiplayer, Digga. Kampf der dunklen Künste, Digga, Alter. Wir ballern uns einfach alle gegenseitig weg. Und auch, dass man zum Beispiel auch so 3 gegen 3 spielen kann gegeneinander oder 2 gegen 2, ja. Das wäre krass, Digga. Das, allein das Wort. Ja, wird es aber wahrscheinlich keine Flüche geben, denn. Also ich glaube nicht, dass du unverzeihliche Flüche in Duellen anwenden kannst. Würde nicht so viel Sinn machen. Nee, alles Gucci, kein Diss. Freue mich, wenn es super aussieht auf Konsole. Nee, ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch. Wie lange kennen wir uns jetzt? 5, 6, 17, 20 Jahre. Die, alles gut, Mann. Verstehe ich doch. Ich weiß auch, wie du es meinst. Ich meine bloß. Ich finde es halt wirklich geil. So. Ich bin echt begeistert von dem Spiel. Und ich habe so ein bisschen diese Elden Ring-Vibes. Ja, bei Elden Ring hast du halt gespielt, dann dachtest du, okay, das Spiel muss ja irgendwann durch sein. Dann hast du noch eine Karte gefunden und irgendwann, das Ding ja immer weiter, wurde immer größer. So, und hat einfach den Verstand zerrissen. So. Und wenn wir uns nachher mal die Karte angucken, overall ist die Karte schon riesig. Ja. Werde wohl dieses Jahr auch mal von meiner PS4 auf 5 upgraden. Mach das, wenn du deine PlayStation 4 nicht brauchst, kannst du mir die gerne zukommen lassen. So, wir gucken mal, was Weasley sagt. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es ihnen. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher. Mondstein brauchst du für den Raum der Man erhält sie auch, indem man Raum der Wünsche aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Hm. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Hast du gehört, Oskar? Du brauchst Mondstein, um Sachen zu beschwören. Ich bin auch gerade da beim Raum der Wünsche. Ich kaufe mir jetzt einfach auch noch das nächste Talent davon. Das nervt mich, Alter. Ich brauche noch das zweite. Was? Ja, Zauberwissen 2, Digga. Warum? Nee, er wird mich nervt. Deine Dings immer zu wechseln. Ja, nee. So. Goldener Schnetz.
Was nehmen wir denn jetzt? Das sieht geil aus. Wie kann ich denn die... Oha! Was? Dass das hier geht, aber nicht bei den Zauberstäben. Jetzt hast du hier eine Farbpalette von 160 Farben, aber bei... Alter, der... Ich finde das schon relativ geil, so. Hier in der Ecke. Ist das hier nicht rein? Ne, es passt hier nicht rein, oder? Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Du hast kein Budget dafür? Hm. Ich kann das nur einmal machen. Schreibtisch der Beschreibungen. Das ist auch so eine Sache. Ich kann mir meine Quidditch-Ergebnisse an die Wand machen lassen. Aber Quidditch gibt's ja noch gar nicht. Hat gar keinen Sinn, Digga. Professor Sharp ist ein Hurensohn. Kommt auf meine Liste. Tod als Liste. Möbel habe ich noch nicht. Alter, kannst du viel machen. Ich bin mir so klar, dass ich hier mich. Ein bisschen gemütlich machen hier.
wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Könnt ihr mir mal im Stream zuschauen? Sadist, hast du oben bei mir Drops drinne, wenn du mir zuschaust? Ja, wa? Ja. Drops sind jetzt aktiviert. Alle bei mir reingucken. Alle zugucken, Leute. Ich hab auch schon 60% bei dir. Dann müssen wir Oskar mal Bescheid sagen. Ich schau mir aber gerade auch noch nebenbei Rainbow und da gibt's auch Drops. Mhm. Warte, wir müssen mal kurz. Kurz mal rübergehen. Vielen Dank. Bist du schon mit dem Game? Bist du jetzt gerade offline gegangen oder was? Im Brüder Game ist verschenkt ein paar Subs. Oh. Warte, ich hab ihn. Ja, ich hab ihm 5 Subs verschenkt, weil er ist echt ein guter. Falscher Zauber. Bin wieder da. So. Oskar, du musst meinen Stream gucken wegen Drops. Ist jetzt aktiv bei mir. Wie lange gehen die, weißt du? Ja, aber gibt's ja nur welche komischen Artikel, oder? Ja. Ja, weniger. Das ist gut. Das reicht mir schon. Mein Geschmack ist das jetzt nicht so. Warte, ich muss mal kurz. Ich müde mich mal ganz kurz. Geht mal rüber, lasst mal bei dem, achso, erzählt er das. Lasst mal bei dem auf jeden Fall einen Follower da. Das ist echt ein guter Mann. Das ist echt ein guter. So, der hat gestern mich geradet, Digga. Und, echt gut. Also wirklich, herzensguter Mensch, Mann. Der ist auch cool. Mag ich auf jeden Fall, Junge. Und wie sympathisch auf jeden Fall. Ich hab besser Mickey zugeguckt. Mickey hat den ihn denn gehostet. Und hab ich ihm halt zugeguckt, während ich halt selber gespielt habe. Und ich hab halt Mickey einfach nur zugeguckt, weil ich ja Famine und die andere gucke, so finde ich immer gar nicht lustig. Und ich dachte, dass es da Drops gibt schon. Und ist echt ein guter. Also check den aus, Samwise Gamgee, lass den Follower da, drück den einfach mal rein. Von mir aus schreibt er, dass er von Gebrüder Games kommt. Ist mir scheißegal, müsst ihr aber nicht machen. So, er hat auf jeden Fall Liebe verdient. Die ist auf jeden Fall echt ein guter Mann. Herz am rechten Fleck. Deswegen, und da muss ich mich erkenntlich zeigen. Auch wenn es nur 5 Zaps sind, ist jetzt nicht die Welt, die. Aber ich hoffe, also er hat sich auf jeden Fall gefreut. Ja, und da muss man auch mal ein kleines Dankeschön raushauen. Ist einfach so. Ihr hört sich so, weißt du? Und auf der Straße. Portemonnaie verlierst und dir rennt jemand hinterher und gibt dir Portemonnaie, weil du verloren hast. Natürlich gibt es denen dafür einen kleinen Obolus, so weißt du, als kleines Dankeschön. Ist doch selbstverständlich. Und der hat mich gestern geradet. Ich habe mich sehr darüber gefreut, so. Ich hatte bis um 14, 15 Uhr,
Also 15 Stunden ungefähr haben wir gestreamt. Bis dahin hatte ich noch um die 100 Zuschauer so. Durch diesen Raid halt war ich echt top. Auch wenn viele Leute natürlich AFK waren, also im Lurk, aber trotzdem guter Junge. Lasst auf jeden Fall deinen Follower da. Samwise Gamgee, check den aus. Guter Mensch, den werden wir hoffentlich öfters jetzt mal ab und zu mal raiden mit den paar Leuten, die wir haben. Oder wenn wir halt casten oder Turniere machen, dass wir da einfach mal die Jungs und Mädels rüberschicken. Ich weiß ja nicht, was er sonst noch so spielt. Ich kenne ihn halt erst seit gestern. Aber finde es schön, so eine Leute kennenzulernen. Freut mich auf jeden Fall. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Raum der Wünsche. Das sind nur Skins von den Sachen, oder? Die machen keinen Unterschied, ob man sich da was anderes holt. Vielen lieben Dank für deinen coolen Move bei Samwise Gamgee. Das ist selbstverständlich, Mann. Der hat gestern Raid da gelassen, Liebe so. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der hier, der jetzt 20.000 Zuschauer hat oder so, weißt du? Und man muss sich nicht gegenseitig raiden, man macht es aber trotzdem. Finde ich top und machen meiner Meinung nach viel zu wenige so. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich bin einfach so erzogen worden von meiner Mama, wenn dir jemand was gibt, bedank dich dafür. Und das ist mein Dankeschön an ihn. Er ist auch sehr sympathisch, deswegen habe ich auch schon gesagt, ich hau da ein bisschen was raus so. Und auch wenn es eine 5er-Zap-Bomb ist, ist nicht viel. Deswegen fordere ich alle Leute, die hier im Stream sind, auf. Geht mal rüber zusammen mit Gamgee. Lasst da mal einfach mal ein Follow da, drückt mal rein. Schreibt was Nettes oder so. Und lasst ein bisschen Liebe da, Jungs, so, weißt du? Weil man muss sich auf jeden Fall gegenseitig unterstützen. Der ist ein cooler, guter Dude, hat auf jeden Fall das Herz am Brechen. Fleckt das, was ich von ihm bis jetzt kenne, muss ich sagen, ja. Aber er ist einfach nett so. Und vielleicht kann man ja auch irgendwann mal was zusammen streamen oder so. Vielleicht entsteht ja da Best Friends Forever draus. Glaube ich, also, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wie ich das meine, ja. Vielleicht kann man ja ab und zu mal die Jungs rüberschicken von uns aus dem Cast, weil wenn wir Cast haben, wir auch immer ungefähr so um die 100, 120 Zuschauer, so, dann können wir die alle rüberschicken, so. Und dann freut er sich so vernünftig. So sehe ich das auch. Und jeder fängt mal klein an. Ja, ist ja in der heutigen Zeit, sind wir mal ehrlich, da wird keiner mehr richtig groß. Da brauchst du halt Glück. Ist halt einfach so. Ja. Man muss irgendwas Besonderes machen oder so. Oder rasierst dir die Haare ab bei TikTok oder tust halt so. Keine Ahnung, du musst halt deine Community verarschen, um groß zu werden, habe ich das Gefühl. So. Und das ist totaler Spaß. Dann bleibe ich lieber klein mit meinen neuen Zuschauern und habe einfach Spaß, Digga. Ja, und lerne so eine nette Leute kennen. Das ist doch viel, viel geiler, Digga, als 20.000 Zuschauer zu haben. Auf Biegen und Brechen. Also meine Seele verkaufe ich nicht. Auf Twitch, Bruder. Von daher. Alles gut. Nee, ich hoffe, er freut sich. Ich dachte, er schreibt mir, er ist live, dann hätte ich das früher schon rausgehauen. Wie gesagt, Digga, ich hatte gestern um 5 Uhr, hatten wir 700 Zuschauer, Digga. Ja, und davon sind die meisten Leute bis 14, 15 Uhr gewesen. So, wir hatten ja durchschnittlich, glaube ich, über 120, 200 Zuschauer. Das fand ich noch normal. Ey, war es eine Anspielung auf mich mit den Haaren? Nee, wie? Mit den Haaren? Verstehe nicht, Bro. Was hat er jetzt über Haare gesagt? Top-Einstellung, mein Follower hast du. Dankeschön, ja. Dann genieße den Stream bei Sam. Grüß Sam von mir. Sag auf jeden Fall nochmal, dass ich jetzt hier erstmal weiter streame. Und je nachdem, wer vorher aufhört zu streamen, also ich werde ihn auf jeden Fall hosten, wenn er noch live ist. Wegen Haare abrasieren. Ah. Nee, Dontex, ich habe doch mal gegen diesen Embre, habe ich doch mal ein Video gemacht, als er angefangen hat auf diesen TikTok und dann kam ja diese Dingsums. Wie viele Zuschauer hattet ihr? 700. 700. Ja, 700 ungefähr. 734. 734 oder so. Irgendwie so. Ja, kann ich dir nachher nochmal raussuchen, mal Foto schicken, aber warte mal. Schreib ihm auf jeden Fall, cooler Dude. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Deswegen. Liebe geht raus. Mit was? Embre hat sich damals auf TikTok, wollte sich die Haare abrasieren. Bei 1000 Zuschauern oder so. Dann hat er 1000 gehabt und bei 10.000 und so. Deswegen habe ich ein Video gegen den gemacht. Eigentlich habe ich den jetzt angespielt, nicht dich. Mit den Haare abrasieren, Dontex.
Ich dachte, dass du das auch nur gemacht hast, weil ganz viele Leute auf TikTok den Scheiß machen. Und du hast die ja verarscht. Weißt du, was ich meine? Bei dir war das ja reine Ironie. Also, ich hab jetzt eigentlich... Ach, du wirst halt mal. Mal sehen. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank natürlich an Samwise Ganshi und an MikiTV für den Raid. Gestern. Vielen, vielen Dank, Jungs, Mädels. Kurz, wir gehen weiter rein. Ja, genau, war auch gerade als Spaß von mir verstanden. Ja, klar, ich weiß ja, wie du drauf bist. Ich meinte, mit was hattest du 700 Zuschauer? Wie, mit Stream? Mit Elden Ring, mit hier, Hogwarts Legacy. So, wir gehen mal weiter rein jetzt hier. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Dipdam. 10 Minuten braucht das alles. Nice. Oh, Dontex, Digga. Bruder. Bruder, danke für den Zapboy. Danke. Kuss. Ich würde jetzt einen Zap auch zurückgeben, aber ich habe gerade Zapbomb bei Samwise Ganshi rausgehauen. Ich bin erstmal broke, Digga. Für den Monat. Aber nächsten Monat kriegst du auch wieder was Schönes. So, auch geil, Alter. Jetzt kann ich nämlich... Nice. Ohne Wait oder was? Nein, ich hab, Chris, wo konnte man sich nochmal die Verbesserung kaufen für seine Sachen? Für dieses Gewächshaus-Dings zum Beispiel. Bei, diesen komischen langen Namen, diesen Doppelnamen in Hogsmeade. Wälzer und Schriftrollen. Ganz vorne am Eingang an der Brücke. Ja, da kannst du den Scheiß kaufen. Danke. Nee, von... Das hat alles mit MikiTV gestern angefangen, Digga. MikiTV hat ja mit 5000 Leuten oder so, das haben wir in Ganshi gehostet. Und Samwise Ganshi hat mich dann geraidet und so ging es dann hin und her die ganze Zeit. Ich hatte hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Fucking Sims hier, Alter. Haus einrichten, ne? Willst du mal gucken, wie es bei mir aussieht? Willst du mal gucken, wie es bei mir aussieht? Ja. Warte, ich mach mal an. Nee, ich muss den noch umräumen. Bisschen. Achso, krass. Okay, wild. Ja. Ist voll geil. Also, je länger man macht, guck mal, ich wurde ja damals von Reportagen auf YouTube wurde ich geradet oder gehostet damals. Da hatte ich ja auch 500, 600 Zuschauer. Dann Dip mit Unge, Simon Unge ist ja auf meinen Kanal gekommen. 40.000 Zuschauer. Das war ja krank. Da waren schon krasse Sachen dabei. Auf YouTube hatte ich ja teilweise Streams auch ohne Raid, beziehungsweise ohne Host, waren 800 Zuschauer. Überkrass, aber ich bin dann auf Twitch gewechselt, weil ich es einfach geiler fand als auf YouTube, weil YouTube einfach abgefuckt hat. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber ist egal. Ist egal jetzt. So. Okay, siehst du, das ist ganz anders, ganz ehrlich. Ich hab hier meinen Tisch. Schachspiel? Woher ist ein Schachspiel? Weiß ich nicht. Ich hab voll viel Scheiße gefunden. Durch die ganzen Nebenquests und den ganzen Kack, den ich gemacht hab. Tüte hast du auch, Alter. Aber wie taucht man? Du tauchst automatisch, indem du Viereck drückst. Die kann nicht glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Ja. Das habe ich nämlich zum Beispiel noch nicht geholt. Ich habe nämlich nur so ein Einzelnen. Willst du mal meins sehen? Ja, mach mal an. Noch dezenter aus, auf jeden Fall, Alter. Ich muss es auch noch umstellen. Aber ich konnte mir gar nicht so viele Sachen holen. Guck, ich konnte mir hier nur so ein Einzeldings kreuen. Ja, deswegen, ich habe mein ganzes Geld doch. Ja, aber das habe ich schon gekauft gehabt am Anfang. Ja, ich nicht. Ich dummer Idiot. Dreier-Ding. Aber nur für kleine Töpfe. Da gibt's ja auch nochmal groß und bla bla bla. Ich finde den Raum halt, also wenn ich mir ein Haus kaufen würde,
dürfte mein Raum nie so aussehen. Das ist doch total behindert. Du hast so viele Ecken in diesem Scheißraum, Alter. Naja, das ist kacke, Digga. Auf einmal auch diese Schrägen hier so. Das finde ich richtig dumm. Der Raum ist doch viel zu klein, Digga. Ich dachte, es ist viel größer. Also du hast hinter dir noch das Portal für die unendliche Welt, aber... Das kommt ja erst später hier. Gut. Was soll ich jetzt machen? Sprich mit McGonagall hier. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Hab ich. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe ja nicht genug. Danke, Dontex, für deinen Zap, Digi. Falls ich jetzt nicht deutlich genug danke, Bro. Vielen, vielen Dank, Digi. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut. Dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Macht doch gar keinen Sinn, versuchen Alter. Sie es an der Wand und mit dem Boden. Muss ich einfach nochmal anquatschen wegen dem Mondstein, Digga. Zeig dich zugehört, Alter. Was hast du? Boah, zeig dich zugehört. Ich bin ein bisschen. Mann, weil du da geredet hast. Achso. Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Ach so, nice. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Das ist auch das Ding. Ich werde hier Stunden verbringen in dem Raum, um meine scheiß Gegenstände anzupassen, Digga. Ich sag's dir. Nice. Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag mit den ganzen Zauber, wa? Ja. Oha, Alter! Okay, krass. Okay. Ab, ey. Oh, du kannst... Oh, und die Wände auch, oder was? Ach du Kacke, Alter. Okay, krass. Ich hätte es gerne hier so drinne. Den hätte ich gerne hier so weiter mit im Raum. Ich habe gar keine Tierwesen, Mann. Erzähl doch mal keinen Scheiß, Digga. Boah, ich will unbedingt einen Hippogreif fangen, Alter. Scheiß Drachenrei. Kannst die Wände anpassen, Digga. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Das ist ja überkrass. Ändere den Stil eines Gegenstands, ändere die Größe eines Gegenstands? Hä? Ach, das geht auch. Oh lol, Alter. Sag mir das doch früher. Was? Dass man die Größe sogar ändern kann von dem Gegenstand. Ich weiß aber nicht, wie es geht, Bro. Halt das so hoch. Ich hab doch jetzt noch alles in die Scheiße. Ah, okay, ich hab mich auch schon gewundert, warum ich so einen kleinen Teppich hab, Digga. Alles klar. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Welchen Balkon? Achso, ich hab einen Balkon, Alter. Digga, Alter. Dieser Raum könnte etwas mehr
Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Kannst ja auch die Tische größer machen, Digga. Das macht ja gar keinen Sinn. Du kannst sie auch ganz klein machen, die Tische. Weißt du gar nicht, warum wir so ganz kleine Tische, Alter. Digga, lol, Alter. Dick findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Irgendwann einfach Innenarchitekt geworden, ja. Das ist geil. Nice. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre, natürlich erdgebunden, dunkle, mysterische Räume finde ich am besten. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Hervorragend. Ach, das Ambiente. Ach. Digga, Alter. Oh Mann, Alter, ist schon wieder einzig. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Oh, sag mir jetzt nicht, das war alles umsonst. Oh, jetzt ist noch. Wie ist das passiert? Weasley! Oh, dicker Oscar. Nee, ich spiel mal weiter. Oh, ist das behindert. Oh, ist das behindert? Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Oscar, das ist nur der erste Raum. Lava. Sie sollten stolz auf all ihre Gebäude. Och nee, oder? Das heißt, du kannst hier ein ganzes Gewächshaus machen, einen ganzen Raum nur für Zaubertränke, Alter. Ja. Ach, hammermäßig, Alter. Alter, ist das riesig. Ja. Ich würde schon sagen, Alter, das wird relativ. Ich hab hier alles reingestellt, was ich habe, so weißt du? Den Raum so behindert, Digga. 13 Zaubertränke, Digga. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Schon gut, ist schon geil. Vielleicht ein anderes Mal.
Nice. Das ist echt so geil. Das ist genau wie in dem Film, Alter. Was macht denn der Pool so?